Und damit, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier beim Pumping Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter. Jean ist schon wieder fleißig am Arbeiten, Leute. Und ich kann euch eine Sache sagen. Wir haben... Oh, warte mal, wir können unser Bett ab... Wow, wir konnten unser Bett upgraden von der... Von der Decke zu einer Matratze, ja, zumindest schon mal. Naja gut, das ist ja schon mal was. So, Jean, du hast hier heute reichlich zu tun. Hier steht deine Saftpresse. Kannst du auch mal Bino-Orangensaft noch für den Shop machen. Ansonsten kann ich euch sagen, es geht endlich weiter. Die Agritechnica-Videos sind ja einmal in dem Sinne durch. Und das bedeutet, wir werden wieder voll in die Simulatorenwelt einsteigen, meine Lieben. Oh, hier liegen noch Drogen. Warum hat die Drogen denn noch keiner gekauft? Hector Pascal... Die Leute müssen doch die Drogen kaufen. Kai-Uwe, was ist da los? Ihr müsst hier ein bisschen die Leute animieren, auch mal ein paar Drogen zu kaufen. Okay, vergesst einfach. Ja, wir werden heute auf jeden Fall hier wieder voll einsteigen im Pumping Simulator. Ich freue mich extrem, denn es gab wieder ein Update und somit auch einige Neuerungen in diesem Spiel. Ja, was mich sehr glücklich macht, es ist krass, dass genau in der Zeit, in den letzten anderthalb Wochen, wo ich keinen Pumping Simulator gemacht habe, auch keine Updates kam, ist eigentlich ein bisschen crazy. Ja, jetzt gibt es wieder ganz viel neuen Stuff und wir werden mal schauen, was wir alles Neues machen können. Warte mal, wir können die Regale upgraden. LOL. Wir können die Regale zu größeren Regalen upgraden? Warum das denn? Was hat das denn für einen Sinn? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Aber ich muss jetzt hier erstmal alles durchgehen und mir alles anschauen. Den könnten wir auch noch upgraden, das machen wir aber nicht. Hier die Ladesäulen, die sind erstmal so gut, wie sie sind. Da brauchen wir erstmal nichts weitermachen. Wir gehen jetzt einfach mal ganz entspannt hier eine Runde rum. Und guck mal. Boah, Alter, mach dich mal die Auspuffklappe zu. Was ist denn da los mit dir? Das ist ja brutal. Hier rollt die Sportwagen ein. Ey, das ist ja richtig übel. So, unser Schild könnten wir auch nochmal upgraden. Boah, 1350, ne? Manusöl. Geil. Wie sieht es mit den Tanksäulen an sich aus? Ich glaube, da gibt es aktuell eigentlich nichts. Aber die sind auch gerade alle belegt. Warte mal. Haben wir die noch nicht alle verbessert? Aber wir haben die noch gar nicht alle verbessert, ne? Nee, das müssen wir heute Abend machen. Zum Tagesabschluss. Zum Tagesabschluss müssen wir alles nochmal verbessern. So. Hier Waschanlagezeug. Ja, hier können wir auch... Okay, alles klar. Entspannt. Also, so viel gibt's hier. Oh, da drüben können wir was Neues bauen. Ich gehe kaputt. Wir können was Neues bauen. Ich glaube, ich habe auch schon eine Idee, was es ist. Ein Holzschuppen. Ein Holzschuppen. 3000 kostet das nächste Upgrade. Okay. Das könnte unser nächster Gamechanger werden, meine Lieben. Denn das ist eine Spielhalle. Ich glaube, wir können eine Spielhalle machen. So, jetzt müssen wir aber erstmal ganz kurz schauen. Tankstelle. Mitarbeiter 14 von 14. Das passt ja schon mal alles, ne? Gibt es hier irgendwas Neues? Ist hier irgendwas Neues dazugekommen? 4.300 Euro brauchen wir immer auf dem Konto wegen Gehalt. Oh, wir haben auch nicht, gar nicht so viel mehr. Preise? Ja. Haben wir gut hochgeschraubt, aber uns fehlt aktuell auch noch ein Stern für die 6-Sterne-Bewertung. Mehr Kunden zu Fuß. Haben wir noch nicht mehr Fahrzeuge, könnten wir noch machen. Treibstofftankkapazität verbessern. Oh, wir können noch so viel mehr Mitarbeiter. Wir können noch so viel Sachen machen. Weiter Regalbesuche. Kunden besuchen ein zusätzliches Regal. Pro Ebene. Das will ich. So, dann kaufen die ja mehr in meinem Shop. Ja, das ist ja geil. So, WC. Seife müssen wir wieder... Naja, nee, Seife müssen wir nicht kaufen. Das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Lufterfrüche haben wir auch noch. Zwei Klopapier. Und wie sieht es hier aus? Ja... wir haben 9 Pakete Drogen haben wir auch noch im Shop. Alter, guckt euch das an. Ist das geisteskrank. Ist das geisteskrank. Wie viel Tankwarts haben wir denn mittlerweile? Ich glaube, wir haben mittlerweile 4 Tankwarte. Tankwart. Kassierer, Manager, Tankwart. Tankwart, 5 haben wir sogar mittlerweile. Vielleicht sollten wir 2 Stück nur für den Strom abstellen. Ich guck mal ganz kurz, ob wir das schon gemacht hatten. Das haben wir nicht gemacht. Das habt ihr mir nämlich mal empfohlen in einem unter den Kommentaren. Und deswegen machen wir das. Die zwei hier machen wir nur Strom. Der Alex und der Alex. Oh, die brauchen wir noch einen anderen Namen. Das ist nämlich der, der Dieter. Der Dieter und der, eine gute Frage. Der Dieter
und der, naja, machen wir mal wenigstens Alexander draus. So. Carlos, Chantal, Hector, Pascal, Elisabeth, Horst, Peter, Ingrid, Jean, Kai, Uwe, Mario, der Kevin, Michael und Tobias. Genau. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken, nicht bei Tankwart, sondern bei Waschanlage. Kann Feuerlöcher, kann Autos waschen, das ist gut. Stocker, Medikamente, Spender, Boxen. Auch gut. Der Manager. Oha, was ist das denn? Zielbestandsmenge. Das erhöhen wir mal auf 30. 30. 30. 30. Wir machen alles mal so Minimum 30. So, dass der mal einkauft ein bisschen, der Kollege. Alter, wie viele Sachen ist... Haselnussschokolade, Honigbar, Hühnerbrühe. Was gibt's denn jetzt bitte alles? Kalter Kaffee, ja, Ketchup. Kleiner Bär. Kleiner Bär. Motoröl, Müsliriegel, Nudeln. Ach Gott, oh Gott. Ja, endlich rumhupen hier. Schokoladenmilch. 30, 30, 30. Schrimpssuppe. Senf. Sticky Candy, Süßigkeiten. Oh, da brauche ich nicht mehr. Kann ich ja meine Süßigkeiten gleich hier kaufen. Wein. Also Leute, was es alles gibt. Wir müssen ja erstmal... Oh, wir haben wieder 10.000 auf dem Konto. Sehr gut. So, und jetzt gucken wir als allernächstes mal in den Shop rein. Was gibt es denn hier Neues? Kastenregal, Kühler, Boxkühler. Da kaufe ich mal einen. Ich weiß noch nicht, was das ist. Oh, wir können auch noch Solarpanels aufstellen. Guck mal, Windgeneratoren. Was machen die denn? Bringen die uns Geld? Leere Sockel. Leere Sockel 1. Luftabbrücher können wir noch bestellen. 23 leere Sockel. Toiletten. Zwei Toiletten noch bestellen. Das letzte Waschbecken bestellen. Zwei Toilettenpapierspender bestellen. Zwei davon bestellen. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen Ausrüstung machen. Leere Sockel 0, 0, 0, 0, 0, 7. Ja, komm, bestellen wir auch nochmal hier zwei so eine Schilder. Oh, Lampen. Wir brauchen auch Lampen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lampen. Ein Fernseher können wir auch noch bauen, hinbauen. Straßenlaternen, Tankstellenschild. Können wir auch noch eins hinstellen. Alter, Arcade-Maschinen können wir auch noch welche kaufen. Kameras. Auch nochmal, Verkaufsautomaten, kommen auch nochmal. Alter, was gibt's jetzt? Geldautomaten, ATM. Das war's, wir sind jetzt Süßigkeitenmaschine, Spielzeugmaschine. Wir sind komplett, wir crashen jetzt komplett unsere Kohle, Leute. Das kannst du vergessen. Willkommensschild, können wir auch noch aufstellen. Eine Flagge, Picknicktisch. Ja, komm, dann stellen wir halt noch einen Picknicktisch auf. Noch eine Leiter stellen wir auch auf. 10.400, Leute. Wir sind, das war's. Mehr können wir gar nicht. Eine Hundehütte brauchen wir auch noch. Ein Tube, Mann. Wie geil ist das denn, ein Tube, Mann, Leute? Ein Tube, Mann. Ey, wir sind so am Arsch mit der Kohle. Das gibt's doch gar nicht. Ein Toilettenpumpe? Gab's die nicht schon? Gab's die schon? Kleiner Bär, mittlerer Bär, großer Bär. Was kann ich denn mit den Bären machen? Was soll ich denn mit den Bären bestellen, bezahlen? So, zack, 10.000, 11.000 Euro ausgegeben. Rambazamba ist hier. Aber guck mal, was hier für Kohle reinkommt. Geile Scheiße hier. Ist richtig. Hier geht richtig was ab, ey. Drogen, Drogen, alle verkauft. Alle Drogen verkauft. Wunderbar. Automatisch auf zu Beginn in 3, 2, 1. Sparen. Ach, speichern oder was? Oh, was ist denn das für eine Meldung? Da wird jetzt aber richtig hier mit 3, 2, 1 und dann geht er los hier. So, gut. Jetzt warten wir mal ganz kurz auf den Lieferdienst. Wie sieht's aus in der Tankstelle? Hat der Sprit nachbestellt? Ist hier gut? Ei, der Sprit wird alle, Kollege. Mach mal den Spritstart klar. Warte mal, da müssen wir vielleicht auch mal gucken. Tankstelle. Jean. Kann Kunden warnen, kann Lebensmittel bestellen, kann Toilettenpapier bestellen, Kraftstoff bestellen, Geld sammeln, Boxen platzieren, braucht er nicht. Rechnung bezahlen.
Brauche auch nicht. Kann Kraftstoff füllen, kann Müllwagen füllen, kann Tiere füttern. Sehr gut. Erforderlicher Füllstand zum Nachbestellen. 150%. Schwelle zum Geld einsammeln. Anzahl der unterschiedlichen Toilettenprodukte 10. Machen wir mal 200%. Okay, perfekt. Dass wir da, ne, dass das, da, oha. Hä? Wird das wieder hierher geliefert? Wird das wieder hierher geliefert? Echt jetzt? Das ist ja geil. Guck mal, das muss alles dahinter. Warte mal, was wir machen können, ist noch eine Kameras. Wir bauen erstmal noch ein paar Kameras hin. Ach lol. Ach lol. Wie geil ist das denn? Jetzt hat man gleich alle Kameras in der Hand. Jetzt muss man die Sachen nicht mehr einzeln nehmen. Oh, das finde ich gut, ne? Zwei Toilettenpapierspender hier zum Beispiel. Oh, das finde ich richtig gut. Das haben sie super gemacht. Also das haben sie wirklich super gemacht. So, perfekt. Da muss man das nicht mehr einzeln tragen. Ja, das ist ein geiles Update. Also das muss man sagen. Was haben wir hier? Eine Klotze. Fernseher. Oh, hier können wir auch noch Fernseher machen. So. Hello. Was können wir denn eigentlich zum Fernsehen alles machen? Sicherheit. Hello. Jetzt kannst du auch die Kameras, kannst du hier. Aber das ist ja nichts für hier. Hier braucht man, nee, warte mal. Hier braucht man was anderes. Hier brauchen wir was anderes. Und zwar, wartet. So. Wartet. Sofort geht das weiter. Jetzt gibt es erstmal ein richtig geiles. Jetzt gibt es erstmal ein richtig geiles Unboxing. Komm, mach. Ja, geil. Geil. Ja, geil, Digga. Wie gut ist das denn einfach? Jetzt gibt's ja... mein Hori-Unboxing. Ich feier's so hart. Ist das eine geile Scheiße, Alter, Leute. Ist das geil. Ja, geil, oder? Also, ich feier's. Leute, findet ihr natürlich auf meinem Kanal, ne? Könnt ihr gerne vorbeischauen. Oh, leco mio, muchacho. So, guck mal, nass hier, Nassschilder. Oh, da können wir hier hinten auch eins reinstellen. Das ist gut. So, einmal das. Und dann können wir hier noch ein Nassschild reinstellen. So, hier, Vorsicht, ne? Dass wir so langsam, so nach und nach unsere Sachen hier noch mal auffüllen und fertig kriegen. So, Spielautomat, warte mal. Spielautomat, ein Lufterfrischer. Ach, der kann auch da hinten rein. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht. Was war das? Willkommensschild. Ach, da vorne, guck mal. Da vorne kommt das Willkommensschild hin. Oh, schön. Das macht doch gleich viel mehr her, oder? Willkommen. Was schreibt man denn hin? Was schreibt man hin? Ich weiß es nicht. Was schreibt man hin? Vollgetankt. Ach, ich kenne keine Tankstellensprüche, Leute. Helft mir doch mal. Warte. Tankstellensprüche. Ich bin so unkreativ. Warte, an der Kassenschlange in der Tankstelle fragen, ob man vor kann, weil man 10 Liter getankt hätte. Hä? Das ist ja unlustig. Dann machen wir das anders. Die beste Tankstelle auf YouTube. Die beste Tankstelle auf YouTube. So, okay, alles klar. Wunderbärchen. Dann schauen wir mal, was wir noch Schönes machen können. So, warte. Perfekto. Wir haben ein Lenkrad an sich, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Und wir haben hier eine Seitenkonsole mit einem Joystick.
das ist schon makaber. Das ist schon wirklich makaber. So, eine Hundehütte. Komm her, du kleiner Frecker. Jetzt hat der zwei Hundehütten. Als ob ich nicht schon eine... Carlos? Wie heißt denn der? Warte mal, ich will dem noch einen Namen geben. Ich wollte dir noch einen Namen geben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich wollte dem noch einen Namen geben. Ach du Scheiße, diese Lampen. Guckt euch das doch mal an hier. Das kannst du doch alles keinem mehr anbieten. Ja, wir müssen das jetzt nach und nach machen. Jetzt müssen wir erstmal hier... Komm, bauen wir hier erstmal die 5 Lampen rein. Dann ist das Thema schon mal gegessen. Und dann brauchen wir hier hinten auf jeden Fall eine Lampe. Oh Mann, ey. Wir haben echt zu wenig Lampen. 9.400 nur auf dem Konto. Pff. Haben die schon ihr Geld bekommen? Das wäre ganz interessant, ob die schon ihre Kohle bekommen haben. Ist die Tankstelle wieder voll? Ja, sehr gut. So, Spielzeugmaschine, ein Geldautomat. So. Das legen wir mal hier drauf. Ein Waschbecken. Das legen wir auch hier drauf. Tankstellenschild. Warte, das können wir hier vorne hinstellen. Oh, bin ich schon wieder müde, ey. So. Okay, wunderbar. Manusöl, bla bla bla. Da müsste dasselbe stehen wie dort. Alles klar, abgerissen. Wollte ich nicht. So. Das machen wir erstmal schick. Kommen die 900. Oh, 12.000 auf dem Konto. Geil. So, dann machen wir das erstmal schick wenigstens. Und dann gucken wir mal, was hier noch abgeht. Den können wir noch mitnehmen. Den können wir einmal noch hier reinbauen. Haben die eigentlich die Spender schon aufgefüllt mittlerweile? Ey, hör doch auf, mich wegzuschuppen. Was ist mit dir los? So, Toilettenpapier. Einmal hier rein. Und einmal... Warte mal, wo waren das Frauen-WC? Das ist Frauen-WC. Eigentlich hätten wir beide hier reinmachen müssen, weil Frauen einfach... Ja, die müssen ja... Also die können ja nur im Sitzen alles machen. Und die müssen ja immer abwischen. Wir Männer wischen ja nicht. Wir sind ja die Schüttler. Weißt du? Deswegen müssen eigentlich die Frauen die mehr Toiletten kriegen. So. Okay, alles klar. Bleib doch drauf liegen, ey. Tu mir doch den Gefallen und bleib drauf liegen. Danke. So. Okay, warte. Den können wir hier drüben noch hin tun. Toilette. Wunderbar. So. Und ab geht die wilde Fahrt. Ach, da habe ich schon wieder das erste verloren. Ist es zum Heulen. So, ab geht die wilde Fahrt. Geh mal einmal hier Pakete ausliefern. Leute, lasst unbedingt das Däumchen da, wenn ihr mehr sehen wollt vom Tankstellen-Sim. Ich bin so froh wieder. Ey, ist meine Kamera hier ein bisschen verschoben, oder was? Ich habe auch hier heute wieder mit allem... Ja, geil, das war natürlich gar nichts. Ich habe heute wieder mit allem zu tun, außer mit der Aufnahme hier. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt aber. Gut, rein da. Ach, hier fällt alles runter. Es ist zum Heulen. So, okay, fertig. Was haben wir hier? Die Toiletten, die müssen eh hier rüber. So, da können wir erstmal noch 2 Toiletten installieren. Sag mal, gehen die Türen jetzt automatisch auf? Das ist ja auch geil. So. Einmal. Und. Zweimal. So. Wer kann es alles nutzen? Männer. Und gleich mal hübsch machen die Toilette. So, wer kann die hier nutzen? Warte mal, Frauen, genau. So. Frauen. Ja, super. Klopapier ist auch schon da, das ist auch schon da. So, dann haben wir das. Warte mal, sind diese Spender hier schon aufgefüllt? Oh, da ist noch kein Papierhandtuch drin. Das ist aber auch blöd. So, was haben wir hier? Ein Tisch. Ach, da drüben kann man Tische hinstellen. Okay. Kannst du hier so eine kleine... zu eine kleine Ecke machen. Das wird ja langsam... Also das wird ja langsam zu einer richtigen Autobahntankstelle hier. Treffpunkt Tankstelle. Treffpunkt Manusöl. Ah, wollen wir heute Abend mal schön essen gehen? Ja, das beim Manusöl treffen. Das ist eine gute Idee. So, hier noch ein Verkaufsautomat hin. Genau. Dann ein Lufterfrischer. So. Ein ATM. Ach, die kommen wieder auf die ganz andere Seite. Oh, es ist aber auch zum Heulen. So, warte, lass mich gucken. Leute, wir sind noch gut in der Zeit, ey. Wir gehen noch in den zweiten Tag. Oh, ja. Kannst du die ganze Batterie finden? Polizei, sind die Drogen weg? Ich glaube, die Drogen sind weg, ne? Der Kopf kommt. Drogen sind weg, wenn mich nicht alles täuscht. So, ein Waschbecken hier hin.
So. Haben die das andere Waschbecken schon installiert? Oh. Haben die das andere Waschbecken schon installiert? So, dann machen wir auch gleich schick. Oh ja, hier sind ja schon alle Waschbecken. Ja, Wunderbärchen. Oh, Aufzeichnung. Jetzt wird gespart. Also das Speichern war aber früher auch anders. Muss ich ehrlich zugeben. So, warte mal, was können wir denn hier am ATM machen? Nichts. Also da können die Leute quasi nur ihr Geld abheben, oder was? Okay. Perfekt. Mal ganz kurz schauen, wie es auf dem Dach aussieht. Wegen dem Solarpanels. Da können wir nämlich auch noch welche bauen. Aber vielleicht kann man die ja sogar nochmal upgraden. Nee, kann man nicht. Okay, batterientechnisch. Oha. Ah, das kommt mir letztes Mal schon, glaube ich. So. Okay. Freut mich. Freut mich, dass er so glücklich ist. Wegen $60. Süßigkeiten, guck mal in den Candy Shop. Oh, da können wir auch da vorne hinstellen. Dann würde ich den erstmal zur Tankstelle stellen, ganz gerne. Muss ich ehrlich sagen. Dann würde ich den erstmal hier drinnen aufstellen. Brauchst Süßigkeiten, oh Gott. Hallo, Herr Polizist, Herr Officer. Nein, wir verkaufen keine Drogen an unserer Tankstelle. Sind alle schon weg. Sie können beruhigt ihre Schokomilch kaufen und, ja. Fertig. So, Arcade-Maschine. Neue Rechnung. Nein! Die Drogen waren noch gar nicht alle verkauft. Warum das denn? Oh Mann, oh. Scheiße. Ich bin am Arsch, Leute. Kai-Uwe? Was ist los? Was ist los, Kai-Uwe? Geh mal weg, Kai-Uwe. Lass mich mal bei der Leiter nehmen. Oh Mann, der hat Drogen gefunden. Das ist das erste Mal, dass bei mir Drogen gefunden wurden, Leute. Für was braucht man eigentlich so viele Leiter? Wir stellen sicherheitshalber 3 Leiter. Oh, unser Lager ist leer. Was macht der Typ? 16.000. Ey, wir müssen wieder bestellen. So, warte mal. Aber abends ist ein guter Zeitpunkt, um zu bestellen. Kein Problem. Lass mal gucken gerade. Was haben wir denn hier noch? Klopapier, Dings und Zeugs. Wir haben einfach gar nichts mehr im Lager. Ja, geil. Richtig gut. Ganz tollen Chef haben wir da. Marktpreise zurück. Ich liebe die gesamte anderen. Marktpreise. Hm. Dann warte mal. Lebensmittelgeschäft, Reparatur, Elektrikarkade. Nehmst du mal ein bisschen runter? Vielleicht befriedigt die das ja schon. So, ja, jetzt müssen wir mal gucken hier. Tankstelle, warte mal. Markt, WC, gibt es hier eigentlich was Neues? Nee, ne? Wir müssen auf jeden Fall bestellen. Seife. Papierhandtücher. Klopapier. So, Haus, andere Sachen. Mal noch 2 Lufterfrischer. Thronbaum, das ist ja geil. So, und Markt. Jetzt wird's spannend. 25 davon. Ja, dann müssen wir jetzt hier überall 25er Bomben bestellen, Leute. Das nützt ja nichts. Das nützt nichts. Das wird halt teuer. Aber, ach, Zitronen, naja gut, egal. Candy Stick, Hühnerbrühe, Limonade, Schokoladenmilch, das ist gut. Dunkle Schokolade, Müsliriegel, haben wir auch noch gar nicht im Sortiment. Haselnuss, Honigbar, Proteinmilch, guck an. Erdbeermilch, Süßigkeiten. Da bestellen wir ein paar mehr. So. Bestellen und bezahlen. Ab geht die Wedefahrt. So, jetzt müsste erstmal eine dicke Lieferung kommen. Und dann können die hier erstmal einräumen. Es ist nämlich 2 Uhr. Ich verpiss mich erstmal. Hier wird noch ein bisschen getankt. 7.000 haben wir auch noch auf dem Konto. Alles klar. Abgegrüßt und reingehauen. Wieder schauen. So, wir gehen einmal ins Lager. Guck mal, was es da Schönes gibt. Vielleicht können wir noch ein Schnäppchen schlagen, Leute. Wäre ja eine geile Sache, oder? Wenn wir noch ein Schnäppchen schlagen könnten. Wally. Hallo.
Grüß dich. Wie geht's hier? So, was haben wir hier? Milch. Ja, komm, kaufen wir Milch. Einmal Zatange, kaufen, gedrückt. Was ist das? Tastatur brauche ich nicht. Sprinkler. Hier gibt es nämlich die Sachen immer ein bisschen günstiger. Erdbeereis nehme ich auch noch mit. So. Was war das? Honigbar nehme ich auch noch mit. So, Dankeschön für den Einkauf. Tschüss. Okidoki. Ich weiß gar nicht, ob wir hier am Lager noch irgendwas machen können. Aber ich glaube nicht. Bazar. Auf zum Bazar. Ich will eigentlich gar nicht nach Hause, wenn ich ehrlich bin. Gar keinen Bock, nach Hause zu gehen. Kinderplage dort wieder. Weiß gar nicht, wie viele es sind mittlerweile. Ich habe vergessen. Ich habe es vergessen und verdrängt. Wie viele Kinder es mittlerweile sind. Ja, scheiße, die haben den Drogenverbund gefunden. Du musst sie mal ein bisschen besser verpacken, Junge. Jetzt mal ohne Witz. Ich kaufe heute nicht so viel. Reicht mir. So, was haben wir hier? Das ist der Onkel Doktor, genau. Gibt sonst hier nichts Neues? Mal gucken, wie es hier hinten aussieht. Moin, grüß dich. Kann man hier noch zocken? Geil. 1500, rein da. Eine 6. Ziehen. Och, 16. Ey, das kannst du doch keinem erzählen. Ach, komm. 1500 verzockt. Alles klar. Tschüss, ich gehe wieder. Oh, Mann. Leute, lasst euch das eine Lehre sein. Diese Glücksspielkanze Kacke hier, das ist alles der letzte Müll, ey. Ohne Witz. Kannst du keinem anbieten. So, Nachtclub gehen wir auch nochmal. Mal gucken, ob es da was Neues gibt. Mano, ey. So ein Mist aber auch. Hallo. Grüß dich. Ach ja, super, wunderbar. Was gibt's hier? Ein Bier für 35 Dollar? Ja, komm, tu mal her hier. Ein Bier für 35 Dollar ist wie die Vereinigten Staaten, Leute. Brücke zum Tanzen. Ja, eigentlich... Nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock hier abzulümmeln. Ich hau mein Bier rein, hau ein paar Fuffis in den Club und fertig ist die wilde Veranstaltung hier, oder? Die Frauen einfach... Oh, jetzt habe ich aber schöne einsitzen. So, geil. Mitten in der Nacht, besoffen, nach Hause, zu der Kinderplage und zum Vibe. Die wird sich freuen. Die wird sich freuen. Gibt es von der Mutti noch ein paar hinter die Löffel? Ah, in unser Haus wollten wir auch mal upgraden, Leute. Unser Haus wollten wir auch mal upgraden. Wir können das ja... Ja, 30.000, ne? Die haben halt wirklich einen an der Waffe. So, guck mal, aber Mutti, du hast einen Herd. Geht's dir gut, Mama? Hier sind deine Pillen. Bitteschön. Ich habe das nicht. Oh, ich habe gar keine Pillen. Okay. Sorry. Alter, also ganz ehrlich, guckt euch das doch mal an hier. Achso, ich hab... Achso, na klar, hier sind doch Süßigkeiten. Hier, nimm. Hä, wieso denn keine Süßigkeiten? Ich kann dir doch... Hä, wieso kann ich denen die Süßigkeiten nicht geben? Was ist das für ein Scheiß? Hannes, Steffen, Lukas. Warte mal, wie waren das mit den Namen? Wieso kann ich denen denn... Wie konnte ich denen denn noch Namen geben? Hier. Oh, ich Idiot. Hab das Falsche gedrückt. Ich hab wieder verdammt Ja gemacht. Oh, ich schaff's nicht, oder? Diesmal wäre ich nicht fertig. Diesmal wäre ich nicht fertig. Ach, schade. Ich bin trotzdem fertig. Oh, gar kein neues Kind? Hier hat doch irgendein Kind, hat doch hier keinen Namen, oder bin ich besoffen? Der kleine Hosenscheißer hier, der hat doch keinen Namen. Ich habe aber eigentlich auch ein Geschenk für dich. Naja, ist egal, ich geh pennen. Komm. Ey, was soll das? Ey, da, ehrlich. Das bringt doch alles nichts hier. Wecker klingelt, wir stehen auf, weiter geht das. So. Oh, warte, wir sparen wieder. Ich hatte doch gerade... Wo sind die kleine Bengel hier? Der noch nicht so glücklich. Hier. Ach so, ich muss die Süßigkeiten in die Hand nehmen. Muss ich das vorher auch? Muss ich das vorher auch? Guck mal hier, du kleiner Hosenscheißer. So, bitteschön. Perfekt. Mehr Süßigkeiten habe ich jetzt nicht für euch.
Habe ich noch die Pillen von der Mama hier rumliegen? Nee, aber müssen wir auch wieder kaufen. Och, ja komm, auf zum Bazar, dann zur Tankstelle und fertig ist hier. Ganz ehrlich, eine Zeitverblemmerei hier mit den... Oh, oh nee, ey. Was denn eigentlich, wenn die Kinder unglücklich sind? Sind die dann, haben die dann keinen Bock mehr auf ihren Papa und ziehen aus? 40 Euro für Zuckerwatte, ey. 4, 5, 6, 7... Oh! Mehr wie 7 hat sie nicht! Mehr wie 7 hat sie nicht! Okay, crazy. Eine Blume? Noch eine Blume? Medizin? Medicine? Perfekt. 5 Drogen von der Polizei? Schon wieder? Wie schon wieder 5 Drogen von der Polizei? Warum denn schon wieder? Scheiße, ich muss den Kopf schmieren, oder? Wo ist denn der? Ich muss mal sehen, ob ich den Kopf erwisch. Vielleicht kann ich dem ein bisschen Geld zustecken oder ein Paket und kann sagen, hier, komm, nimm eins mit. Hast du einen guten Fund? Wo ist denn der Bulle? Scheiße, warum liegen denn hier immer noch die Drogen im Regal? Warum haben die oder haben die Drogen, die ich gekauft habe, schon wieder gefunden? Ey, da flipp ich aus. Aber ganz ehrlich, aber dann ist aber Zappenduster hier. Warum sind hier keine Süßigkeiten drin? Verdammt nochmal! Was macht ihr hier den ganzen Tag? Ihr unnützes Pack! Jetzt wäre ich aber sauer! Hier, die ganzen Sachen sind auch alle nicht eingeräumt! Hier gibt's denn sowas! Macht euch die Spur! Aber Dalli! So. Man muss auch als guter Chef, muss man früher auch mal eine Ansage machen können. Also, die wollen mich da verarschen, oder? Die wollen mich da verarschen. Was machen die denn hier? Was machen die denn hier die ganze Zeit? Leute, zieht den Finger! Kai-Uwe! Renn, 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 renn! Und im Gleichschritt! Links, 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 2, 3, 4, links, 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 2, 3, 4, Kai-Uwe! Schaltgang höher! So, warte mal, aber ich kann dir helfen beim Einräumen. Das ist ja tatsächlich gar nicht so verkehrt. Soda! Wir haben noch Soda. Nee, haben wir nicht mehr. Milch muss auch kühl gestellt werden. So, dann hauen wir hier mal die ganze Milch rein und einen kalten Kaffee rein und Wasser, Bier. Warte mal, hier ist leer. Guck mal, hier wird Bier rein. Bier. 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 So, haben wir erstmal alle Biere drin und den Rest füllen wir mit Wasser auf. So. Zap-zap-rap. Wunderbärchen. Und den hier einmal mit... Achso, mehr haben wir gar nicht. Wo ist der ganze Rest? So, dann schauen wir mal hier rein. Ins Regal. Ist das alles schon angeräumt? Das kann doch nicht sein. Hä? Ach, ich bin doch ein Idiot. Ich habe eine falsche Spalte geguckt. Warte mal. So. Butter. Da kommt Butter rein. Limonade. Schokoladenmilch. Die geht immer. So. Okay, und hier können wir noch den Rest mit Wasser auffüllen. Komm, rein damit. So, perfekt. So, okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also, die kaufen hier richtig heftig. Richtig heftig. Hier kommen die ganzen Instant-Nudeln drauf. Was passt gut zu Instant-Nudeln? Dosenbohnen. So. Dosenbohnen und Müsli-Riegel. Oh, können wir auch noch alle hier drauf tun. Das schaffen die ja niemals einzuräumen, Leute. Das ist ja eine Katastrophe hier. Das schaffen die niemals einzuräumen, alles. So, Honigriegel, Haselnussschokolade. Oh, Haselnussschokolade. Das wird unsere kleine süße Ecke hier. Dunkle Schokolade. So, das ist voll. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Jalapenos. Guten Senf. und Hundefutter. Passt auch gut dazu. So. Hundefutter. Perfekt. So, warte mal. Was haben wir hier drüben? Hier ist auch noch die ganze Regale leer. Warte mal, hier. Da können wir Waschmittel drauf tun. Ich muss ja, will ja nichts sagen, aber wir können schon wieder die nächste Großbestellung machen. Wir können schon wieder die nächste Großbestellung machen. Das ist der absolute Wahnsinn. Filterkaffee. Weil wir haben noch längst nicht alle Regale vollgeräumt.
Und dunkle Schokolade tun wir auch noch rein. So, und jetzt haben wir aber alles, glaube ich, also alles eingeräumt, was geht. Ja, alles eingeräumt, was geht. Leck mich am Arsch. Aber was liegt denn hier jetzt noch? Schrimpssuppe? Wo kommt die denn hin? Warte mal. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso kann ich das denn nicht hier einräumen? Wieso wird mir das denn hier nicht angezeigt? Kann man nicht alle Sachen da hier dingsen? Zitronen? Ach so, Zitronen. Oh. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich mit dem Zitronen machen soll. Warte mal, was haben wir hier denn? Buntes Eis. Buntes Eis muss doch hier rein, oder? Buntes Eis? Das lasse ich mal lieber die einräumen. Guck mal hier, Süßigkeiten. Da wird jetzt erstmal hier aufgefüllt. 100? Ah ja, perfekt. 500 Süßigkeiten haben wir. Transport erreicht das Lager. Oh, da liegen auch schon wieder Sachen. So, warte mal, was ist denn das hier noch gewesen? Brauchst Spielzeug? Spielzeug? Ach, das sind diese Bären da und so ein Zeug, was ich da... Echt? So, dann kann das erstmal hier rein. Das tun wir mal hier rein. So. Was haben wir denn hier noch? Scheißhauspapier. Das kommt hier rein. Lufterfrischer. Warte mal, die Dose muss hier rein, glaube ich. Auch schon wieder drei. Nee, ist aufgefüllt. 13.000 haben wir auch schon wieder auf dem Konto. Oh Gott, ist das ein Stress, ey. Ich helfe jetzt aber trotzdem einfach mal beim hier Papierandüscher. So. Ich helfe jetzt hier mal ein bisschen beim Einräumen. Cola. Warte mal, dann können wir ja hier hinten den Automaten können wir ja auch mal auffüllen. Cola. So. Gut, keine Cola rein. Hier nochmal Cola. Füllen die diese Automaten, diese Verkaufsautomaten, füllen die doch eigentlich auch auf. Ich brauche mehr Angestellte, ey. Ich weiß aber gar nicht, wen ich als nächstes als Angestellten hier noch... der ist gar nicht aufgefüllt, der Automat, ne? Perdi Schuggi. Ich helfe euch, Leute. Macht ihr mal hier den ganzen Rest. Ich mache mal hier... warte mal, hier kann da auch noch was rein. Hier vorne. So. Zack, Schokolade auch noch drin. Gut, Wunderbärchen. Was haben wir hier? Eis? Brauchen wir doch so eine Eistruhe, oder bin ich bescheuert? Sprinkler haben wir auch noch. Wunderbar. Ein Sprinkler. Sprinkler, Sprinkler, Sprinkler. So, haben wir den auch installiert? Aber wo tun wir denn Eis rein? Hm, das ist eine gute Frage. Gut, Kai-Uwe. Aber ich muss erstmal Feierabend machen, Kai-Uwe. Nützt alles nichts. Guck mal, Eis. Wir brauchen die Gefriertruhe. Wir können gar kein Eis dingsen. Wir können gar kein Eis dingsen. Wir brauchen die Gefriertruhe. Das wird unsere Aufgabe für das nächste Mal, meine Lieben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Bis dahin, euch ein schönes... Hier, Eiscreme, Gefrierschrank. Den müssen wir bestellen. Und Boxkühler. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.